Alle Daten und Statistiken zeichnen nur ein oberflächliches Bild der Ereignisse vom Juli 1995. Es ist wichtig, hinter die bloßen Zahlen zu schauen und die Menschen und ihre Geschichten dahinter zu erkennen. ...8372 Gräber haben 8372 Namen, Familien, Gefühle, Träume und vieles mehr gehabt. Generationen kämpfen unter unterschiedlichen Voraussetzungen mit den Folgen dieses Verbrechens und haben in der Bewältigung dessen auch noch eine ganze Menge vor sich. Die Trauer über die Verluste, das Entsetzen über die Unmenschlichkeit, die Wut und die Verwirrung über die Leugnungsversuche sind alles Gefühle, die am 11. Juli bei Überlebenden und bei nachfolgenden Generationen einen Höhepunkt erreichen. Eine der wichtigsten Ausdrucksformen von Erinnerung an die Geschichte und des Widerstands gegen politische Instrumentalisierung ist der jährlich wiederkehrende Friedensmarsch von Srebrenica, der Menschen aus unterschiedlichsten Communities zusammenbringt und ein solidarisches Zeichen setzt. Auch dieses Jahr nehmen wir am Wiener Friedensmarsch für die Opfer von Srebrenica teil und möchten euch alle dazu einladen, uns dort zu begleiten.